Die Führerscheinklasse B196 fahren mit dem Autoführerschein ohne zusätzliche Prüfung, nur mit einigen Theoriestunden und Praxisstunden für eine bestimmte Zielgruppe. Ich glaube ab 25, guck genau nach. B196 heißt das Zauberwort. Ja, hier ist Giovanni Ferraro. Ich grüße dich. Morgen. Ja, wir sind im Saarland heute am 17. Mai. Wir haben wunderschönes Wetter. Das Geschäft ist bei dir losgegangen? Ja, schon seit Februar schon eigentlich. Ja, 125er Nomad, die kommt jetzt von einem ganz großen Importeur, mit dem du schon ewig zusammenarbeitest. Ja, ich bin ja 16 Jahre bei den Jungs, das ist aus Österreich die KSR Group. So, ihr könnt es ja mal googeln, KSR, und du bist Fachhändler. Fachhändler bedeutet, du machst dir die Mühe, hast ein Ladengeschäft, ich zeig das mal gerade, das ist hier, hast eine Werkstatt mit dabei, packst die Dinger aus, Aufwand ungefähr, die aufzubauen? Ja, weit über eine Stunde. Weit über eine Stunde, und du bist fit? Absolut. Das ist so. Das heißt, jemand, der vielleicht nicht fit ist. Wichtig ist, vielen Menschen ist das Thema Service ja auch wichtig. Das heißt, die sagen, okay, ich kaufe jetzt so ein Ding, ich sag mal, es wird wahrscheinlich ewig fahren, aber wenn mal was dran ist, ich habe eine Werkstatt, ich kann das reparieren, oder ich habe mal einen Sturz, ich kriege Ersatzteile. Ja, bei uns also Rundumpaket. Das heißt, Service heißt bei uns auch bei Garantiefälle Abholung von der Maschine und halt fahrbereit machen, Inspektionen, Reparaturen oder auch Umbauten, kein Problem. Ja, Nomad 125, ist das das 22er Modell? Dann ist sie ganz, ganz neu, die ist noch nicht richtig noch sauber gemacht, sicher Sven, zwar ist sie gestern gekommen, die ist aber jetzt schon verkauft, gestern eine Dame gekauft noch beim Auspacken, und die ist jetzt endlich da und dann würde ich sie gerne mal vorstellen. Ja, zentrales Federbein, die Dämpfung ist da, die kann man anpassen aus Fahrgewicht. Ja, man kann es auch ein bisschen härter machen, siehst du, die verkürzen, automatisch wird sie da dann etwas härter und sportlicher Fahr. Der Auspuff ist sehr schön gelegen unten bei ihm. Also hat ein 13 PS wassergekühlter Motor. Also das Maximum eigentlich, Maximum, oder? Maximum, ja, 13 Prozessor für den Hinterrad bringt er dann. Und ja, so laut Unterlagen 100 km/h. Gut, das glaube ich sogar, die da ist. Du hast ein Schaltgetriebe mit drin, das unterscheidet das vom Roller. Ein richtig kleines, schönes Motorrad? Absolut, also ist praktisch ein Motorrad von der Optik Naked Bike. Das heißt, der Motor ist zwar klein, aber von Erscheinungsbild wie ein Motorrad, 400, 500 Kubik. Und macht da echt Spaß, weil die sehr agil ist. Ja, du bist 1,80 Meter, setz dich mal drauf, dass wir die Größe mal sehen. Das Problem war ja immer, die 125er waren ja immer für Schüler eigentlich hauptsächlich gedacht. Das hat sich weitgehend geändert. Die Fahrzeuge sind viel größer geworden, oder? Viel größer, sieht man hier 1,80 Meter, wie schön mein Bein da reinpasst. Ja. Und ja, es ist auch ein Tourenlenker. Man sitzt ziemlich aufrecht, man kann sehr schöne Touren fahren. Trotzdem kann man sportlich fahren. Und ja, ist eine tolle Maschine eigentlich. Praktisch wie ein Hollandfahrrad, so ein bisschen von der Lenkposition. Das heißt, du musst dich nicht sportlich da nach vorne begeben. Nein, also man muss jetzt hier verbissen so rumhängen, man kann hier richtig auch Touren fahren, Spaß haben, und wenn man dann schön sich nach hinten versetzt, kann man auch etwas sportlich fahren. Also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, du hast hier zum Beispiel viele, viele Sachen in Carbonoptik mit drin. Die Technik ist bewährt, der Motor, oder? Ja, der ist bewährt, ist aus einem sehr bekannten Hersteller kommt er. Und ja, das sind die Leute, die kennen den auch, wassergekühlter 13 PS. Das sind quasi Lizenzmotoren, davon spricht man. Das heißt, es gibt einen großen Hersteller weltweit, der die lizenziert. Das ist quasi ein lizenzierter Nachbau. Richtig, genau. So nennt man das. So, die sind auch teilemäßig vollkommen identisch mit den Originalteilen, die da sind. Der hat jetzt eine Besonderheit, der hat CBS mit drin. Die müssen ja alle, ich sag mal, eine Erweiterung der Bremse haben. Das heißt, entweder CBS oder ABS. Richtig, genau. Da ist das Honda-System, der CBS. Sich da dann zwei Bremsleitungen, dass sie dann praktisch, wenn man vorne bremst, die Bremse auch mitwirkt, prozentual, und genauso umgekehrt. Und bei ABS kommt ja dieses, kennt man vom Auto ja, dieses Ab- und Abbremsen. Ja, Tankvolumen? Knappe 14 Liter. 14 Liter. Die ist zugelassen für zwei Personen? Zwei Personen und hat einen Verbrauch laut Test von 2,6. Aber was ich schon mitgekriegt habe bei den Leuten, liegt immer drunter. Nicht wie beim Autofahrer. Das heißt, ich habe einen Kunden, der fährt das Ding schon mit der gleichen Maschine drin, mit 2,2 Liter. So, du hast ein Federbein mit drin. Und das Besondere bei dem Federbein ist, dass du hier, ich sag mal, keine Abstimmung zwingend vornehmen musst. Ist die universal abgestimmt? Universal abgestimmt, dass man da richtig dann auch im Gewicht angepasst ist. Also sehr, sehr gut eigentlich. Da haben wir nichts Negatives gehört. Die ist vom Handling her richtig cool. So, wir schauen mal kurz drauf. Es gibt noch einige Details. Digitaler Karo. Dann hast du, kann man hier vorne, ist ziemlich süß gemacht, oder? Ja, sehr cool. Also nimm mal so protzige Blinker, schöne LED-Blinker, klein gehalten, genau wie hinten auch. LED-Scheinwerfer vorne, also richtig, die haben richtig aufgelegt, ja. So, Leichtmetallfelgen sind mit drin. Ja.
ich sag mal, wir sind jetzt hier in Deutschland. Man kann die Preise jetzt nicht mit Fernost vergleichen, wenn du jetzt direkt sowas in China kaufst. Da kommen unglaublich viele Kosten noch mit hinzu. Transport, der ist explodiert, glaube ich. Ja. Also war früher mal der Container für 2.000 Euro, glaube ich jetzt, ich glaube 14.000. In etwa, manchmal mehr, die versteigern die mittlerweile. Das ist auch erstmalig, wo wir jetzt Überführung und Fracht auch mitberechnen müssen. War die ganze Jahre nicht gewesen, aber ist leider so im Moment. So, du verkaufst sie wie geschnitten Brot trotzdem noch. Warum ist die Qualität gut? Die Qualität ist spitzenmäßig. Ist eigentlich so, wir sagen immer Chinesen, klar, das wird halt günstiger gebaut. Wenn wir die in Deutschland bauen würden, dann müssen wir noch einen Tausender draufrechnen, weil halt die Arbeitsleistung so hoch ist. Aber die Qualität ist absolut. Also ich kann gerne eine andere Maschine mit einem Namen hinstellen, kein Problem. Überhaupt nicht. So, mach mal bitte an. Display ist digital. Ist extrem hell, also es leuchtet dich fast an, oder? Super, ja, man hat Licht scheint, also die Sonne scheint drauf, man sieht es sehr, sehr gut, da haben sich echt was einfallen lassen. Also, ja. So, der Tourenmesser ist unten drunter, bis 8000, da beginnt der rote Bereich, der da ist. Du siehst alle wichtigen Sachen, der hat auch einen Tankgeber. Tankgeber, einen Ganganzeige hat er hier, siehst du dann hier schön, dann wie schon gesagt, dass hier der Tourenzähler, Kilometer und unten dann der Tank. Haben die auch eine Motorsteuerung? Das heißt, du kannst sehen, wenn irgendwelche Defekte kannst du auslesen? Ja, genau. Hatten dann dieses OBDF-System, kann man auslesen. Was ich ganz, ganz cool finde, ist, die Denke mit. USB. Ja, wenn ich mal ein Navi oder ein Handy, mehr nach Halterung in aller Art und Weise mittlerweile hier bei uns im Betrieb, für jeden Lenker, für jeden Roller, für jeden Motorrad. Mhm. Und dann kann man den wunderbar hier dran stecken und dann spart er sich 150 Euro Nachbau. So, Elektrostarter hat er mit drin. Ja. Das ist klar, ich meine, jetzt Leute lachen. Aber ich sag mal, das ist Stand der Technik heute 2022. Mach mal bitte an. Steig drauf. Gut, ist natürlich weit entfernt von der 1200er Harley. Ja, absolut, ja, aber sag mal so, wenn man hier mal 20 Jahre zurückdenkt und hört sich mal 125 Kubik Honda an, sind die Zeiten also weg. Mach mal. Ist ja jetzt noch kalt, sie muss noch eingefahren werden. Ja, ich habe sie eben schon, bevor du gekommen bist, ein bisschen warm gefahren. Deswegen kann ich die ruhig ein bisschen hochziehen. Also alle Maschinen, die wir jetzt filmen, sind warm gefahren. Okay. Das macht Laune, ne? Das Schaltgetriebe hat natürlich den Vorteil, dass du das Drehmoment selbst bestimmen kannst, oder? Genau, ja, absolut. Siehst du hier schön am Tacho, da habe ich jetzt erst einen Gang eingelegt. Und klar ist es gegenüber einem Roller viel besser. Ach, wenn ich ein bisschen mal am Berg bin, kann ich runterschalten, Gas geben, dann geht die Post richtig ab. Und hier sieht man dann halt, wenn ich hier schalten tue, wunderbar. Die Ganganzeige. Bis zum... Warte, ich zeige das mal gerade, dass man es gut sieht. Da ist der erste und dann kann ich dann schön hochschalten. So, und dann wieder runterschalten bis zu neutral und dann die Kupplung gehen lassen und voilà. Also sehr, sehr einfach, auch für die Leute, die nur Roller gefahren sind. Man braucht 10 bis 15 Minuten, so ist es sehr einfach zu schalten. So, B196 bedeutet, ich mache ein paar Fahrstunden, ich mache Theoriestunden, muss keine Prüfung machen? Nein, das sind 4 Doppelstunden Theorie und 4 Doppelstunden mit dem Mopedchen fahren. Und dann kriegt der Fahrschullehrer, bekommt man so eine Bescheinigung, geht man aufs Amt und übertragt das auf den Führerschein. Ja? Das Besondere hierbei ist, also wer Roller gefahren ist, der hat es ja relativ einfach. Aber das Thema Motorrad schalten, das sollte man noch üben. Macht das Sinn mit dem Motorrad? Ich meine, in vielen anderen Ländern musst du da keinen Führerschein für haben, aber wenn du noch nie Motorrad gefahren bist, das ist schon, da brauchst du Übung. Ja, also ich würde schon jedem raten, auch wenn er schon in dem Alter ist wie ich, der das darf, mit dem Auto fahren darf, eine Stunde, zwei zu nehmen. Das ist, du bist 19? Ich bin 80 geboren. Der 80 Führerschein gemacht, sorry. Also da musste vor März 80, da darf man den auch ohne Führerschein fahren und dann rate ich jedem mal zwei, drei Stunden zu machen. Ja. Echt, du bist vor März 80? Werde dieses Jahr 60. Nee. Doch. Boah, warte, ich zeig dich mal gerade. Gut, das sind die italienischen Gene. Also, wenn ich das haben möchte, du hast ein Geschäft, du verkaufst sie mittlerweile europaweit, hauptsächlich in Deutschland. Ich sag mal, du hast eine Spezialität entwickelt, du kannst sie per Spedition versenden. Ja, also wir machen ganz deutschlandweit. Und die Spedition kommt, nimmt sie hier ab, fahrt zum Kunden, natürlich fahrbereit. Ohne Papier, ohne Paletten, ohne Pappe, nichts. Das Ding kommt so an, wie es hier steht. Und der Speditionsfirma, das sind keine Speditionsleute, sondern Mechaniker, der erklärt das noch vor Ort und gibt noch einige Tipps und dann ist er weg. So, man ruft dich am besten an. Zweirad Ferraro, das Zweirad-Fachgeschäft. Aber bitte aufpassen, du hast keine E-Bikes, sondern alles mit Motor oder Elektromotor. Motorisiert oder ja, und keine Fahrräder. Danke fürs Einschalten. Danke. Tschüss. Tschüss.